Man spricht von zwei Stromrichtungen. Als die Wissenschaftler noch nicht wussten, dass Strom aus fließenden Elektronen besteht, legten sie die Stromrichtung von Plus nach Minus fest. Diese Richtung nennt man die technische Stromrichtung, wohlwissend, dass die Elektronen in Wirklichkeit von Minus nach Plus fließen. Sobald man den Stromkreis schließt, leuchtet dieses Glühbirnchen auf, also fließt Strom. In der Realität fließt der Strom vom Minuspol zum Pluspol, weil der Strom ja aus fließenden Elektronen besteht. In der Technik nutzt man aber diese Stromrichtung von Plus nach Minus. Im jetzigen Physikunterricht brauchen wir diese technische Stromrichtung nicht, aber später im Elektromagnetismus wird es aus praktischen Gründen wichtig sein, die technische Stromrichtung zu benutzen. Behalten wir also, es gibt zwei Stromrichtungen, die reelle Stromrichtung vom Minuspol zum Pluspol hin. Das entspricht der Bewegung der Elektronen. Und dann gibt es noch die technische Stromrichtung vom Pluspol hin zum Minuspol.